Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Douglas Beauty School. Heute dreht sich alles rund um das Thema, wie kann ich meine natürlichen Vorzüge am besten betonen? Und wenn ihr schon mal wissen wolltet, welche Hacks hinter so einem Make-up-Look stecken, dann bleibt dran. Die natürliche Schönheit zu unterstützen und ich verrate euch heute ein paar Tipps und Tricks, mit denen ihr im Handumdrehen das Beste aus eurem Make-up herausholen könnt. Wir starten damit, wie wir unser Gesicht optimal betonen können und dazu geht es erstmal um die Gesichtsstrukturen und hier ist Contouring das Mittel eurer Wahl, denn ihr wollt bestimmte Partien zurücktreten lassen, während ihr andere hervorheben möchtet. Und das ist zum Beispiel der Fall bei den Wangenknochen, die wir hier schön mit einer scharfen Kontur unterzeichnen werden, damit der ganze Wangenbereich etwas geliftet und praller aussieht. Und natürlich auch für die Leute mit einer hohen Stirn, so wie ich es habe, könnt ihr gerne in dem Bereich um die Stirn herum, also hier außen, mit einer etwas dunkleren Farbe schattieren. Das wird eure Stirn optisch verkleinern und lässt das ganze Gesicht symmetrischer aussehen. Hierzu schnappe ich mir den Luxe Powder Finish Brush von Zoeva und die Contour Effects Palette von Eustar. Das Tolle an dieser Palette ist, dass sie über drei verschiedene Farbtöne verfügt, mit der ihr euer Gesicht besonders schön highlighten und konturieren könnt. Ihr habt nämlich einen hellen Ton, um Partien hervorzuheben, einen aschigen Ton, um die Kontur zu setzen und das ist wichtig, der Ton, mit dem ihr konturiert, darf nämlich nicht orangestichig sein, damit das Ganze nicht unnatürlich aussieht. Und dann habt ihr noch einen Bronzing Shade, mit dem ihr euer ganzes Gesicht etwas aufwärmen könnt, nachdem ihr mit dem Konturieren fertig seid. Wenn ihr eure Jawline jetzt noch etwas mehr definieren möchtet, könnt ihr gerne unter eurer natürlichen Kinnlinie mit der Contour Shade schattieren. Und natürlich auch hier in diesem Bereich. Damit lasst ihr euer kleines Doppelkinn nämlich in den Hintergrund treten und optisch wird das Gesicht dann ganz viel schmaler. Entgegenwirken wollt und ein sonnengeküsstes Ergebnis erzielen möchtet, dann kann ich euch den Big Bronzer von Douglas empfehlen. Damit werde ich jetzt einmal das gesamte Gesicht aufwärmen und das Ganze sieht dann so aus, als wäre ich frisch aus dem Urlaub gekommen. Mein ultimatives Geheimnis für einen frischen und strahlenden Ton, der nicht künstlich wirkt, ist Blush und Highlighter, die aufeinander abgestimmt sind. Und hierzu schnappe ich mir einmal den Benefit Blush in der Farbe Georgia und den goldschimmrigen Highlighter von Anastasia Beverly Hills in der Farbe So Hollywood. Und das Schöne ist halt, dass dieser peachfarbene Blush von Benefit auch feine Goldpigmente hat und somit schön mit dem Highlighter verschmilzt und es optisch einfach ein sehr stimmiges Ergebnis gibt. Für den ultimativen optischen Frische-Kick tragt ihr euer Rouge am besten auf eure Apfelbäckchen auf und um herauszufinden, wo ihr es am besten platziert, lächelt ihr einfach in die Kamera und startet dann im vorderen Bereich und blendet zur Schläfe hinweg. Immer schön nach oben arbeiten, damit ihr auch hier einen Uplifting-Effekt habt und anschließend tragt ihr den Highlighter auf. Das Ganze trage ich mit dem Luxe Sheer Chic Brush von Zoeva auf. Der hat nämlich super feine Borsten und dadurch lässt sich das pudrige Produkt echt soft verteilen, ohne einen harten Übergang zu kreieren. Schönen Goldschimmer mit sich und das Ganze komplementieren wir jetzt mit dem Anastasia Beverly Hills Highlighter in der Shade So Hollywood und dazu schnappe ich mir einmal den Zoeva Luxe Fusion Powder Brush. Mit dem lässt sich der Highlighter nämlich ganz gezielt hier im oberen Bereich auftragen. Ich würde euch empfehlen, nicht zu weit ins Gesicht reinzuzeichnen, denn das Ganze kann schnell speckig aussehen und ihr wollt ja wirklich nur einen soften Glow erzielen, der schön vom Licht reflektiert wird. Verkürzen, ist in den Highlighter zu dippen und zwar mit eurem kleinen Finger und dann zeichnet ihr eine gerade Linie von circa hier bis kurz vor der Nasenspitze, dann macht ihr einen Break und setzt nochmal einen kleinen Punkt auf die Mitte der Nasenspitze und so habt ihr eine kleinere, zierlichere Nase im Vergleich zu vorher. Um mein Augen-Make-up
Make-up optisch mit dem Rest meines Make-ups verschmelzen zu lassen, ist, dass ich die Bronzer Shade benutze, mit der ich mein Gesicht aufgewärmt habe und die einfach in die Crease setze und nach außen hin zur Schläfe weg verblende. So ergibt das Ganze nämlich ein Ton-und-Ton-Ergebnis und setzt sich nicht so stark vom Rest des Make-up ab und wirkt einfach sehr natürlich, betont aber trotzdem eure Augen. Zu sorgen, schnappt ihr euch am besten eine Shimmer-Shade, die eure Augenfarbe reflektiert. Bei mir sind das Gold- und Bronzetöne und hierzu schnappe ich mir den Barbour Velvet Waves Eyeshadow. Der ist nämlich zusammengesetzt aus goldenen Schimmerpigmenten und damit das Ganze nicht krümelt, würde ich euch in jedem Fall empfehlen, euren Pinsel vorher mit Setting Spray zu befeuchten. Dann dippt ihr in das Pigment und presst das Ganze auf das Lid auf. Dann habt ihr auf jeden Fall ein krümelfreies Ergebnis. Verleihen, forme ich mir gerne eine Cat-Eye-Shape und das mache ich mit Lashes, die bereits in dieser Form vorgegeben sind. Das heißt, ihr schnappt euch einfach ein paar künstliche Wimpern, die so eine ausgefächerte Form haben und schneidet sie auf eure Augengröße zu. Und dann klebt ihr sie vor allem im äußeren Augenwinkel etwas höher an, damit euer Auge optisch nach oben geliftet wird und ihr diesen schönen Cat-Eye-Effekt erzielt. Ein paar Lashes, die sich perfekt dazu eignen, sind die Luxe Cashmere Wimpern von Isle London in der Nummer 4. Die sind bis zu 15 Mal wiederverwendbar und bestehen aus bis zu 1000 kleinen Mikrofibern. Das heißt, es ist ein wirklich sehr fluffiges und natürliches Ergebnis. Und das Tolle daran ist, in dem Paket ist auch schon der Kleber enthalten. Der ist latexfrei und verleiht euren Lashes bis zu 18 Stunden Halt. Das heißt, ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, am Abend problemlos wieder abnehmen und am nächsten Tag wiederverwenden. Und um diesen Cat-Eye-Effekt jetzt noch zu verstärken, schnappe ich mir den Long-Lasting Co-Liner von Gucci und werde einfach entlang der Fake-Lash-Linie einen dünnen Strich ziehen und den nochmal schön ausschattieren. Schminke, dann lasse ich die untere Wimpernpartie gerne ungetuscht, damit die Betonung wirklich auf der ausgefächerten Form und dem oberen Augenbereich liegt. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, um den Look zu komplementieren, und das sind die Lippen. Um eure Lippen optisch größer zu zaubern, verwendet ihr einfach einen etwas dunkleren Lip Liner und einen etwas helleren Lipgloss. Hierzu verwende ich einmal den Diego Della Palma Lip Liner in der Shade Nummer 41. Das ist ein dunkler Roséholzton, mit dem wir die Lippen umranden werden und auch die äußeren Drittel der Lippen ausfüllen werden. Und dann benutze ich den Barbour Lipgloss in der Shade Golden Rose. Das ist so ein leicht roséfarbener Lipgloss mit goldenen Schimmerpartikeln. Den werden wir zentriert im Lippenherz auftragen und die Kombination aus beiden lässt eure Lippen optisch wesentlich voluminöser aussehen. Vorzüge betonen, verratet mir doch gerne in den Kommentaren, welche Hacks ihr anwendet, um das Beste aus eurem Make-up herauszuholen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin!